Guten Morgen. Fragt eine Schlange die andere Schlange, du, sind wir eigentlich giftig? Dann fragt die andere Schlange, warum? Ja, weil ich mir gerade selber auf die Zunge gebissen. Guten Morgen, wie geht's dir? Wir gehen heute einen speziellen schönen Beach wieder, Sonntag. Wenn wir nichts tun, machen wir Fitnesspause. Wir einfach mal chillen. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Ich denke, ich mache dir mal wieder ein Video für YouTube. Und erzähle ein paar Witzchen und zeige dir ein bisschen die Inseln und zeige dir, was ich so mache. Ich hoffe, findest du es cool. Und bis später. So, Vivi, wir sind jetzt dran. Karte oder etwas? Was ist das? Was ist da drauf? Piraten-Robux. Ganz viele Robux auf dieser Insel. Hat es da einen Schatz versteckt? Oh, da sieht man aber nicht genau, wo das ist verbrannt. He? Ja, dann müssen wir jetzt die Robux suchen, den Piratenschatz. Der ist auf dieser Insel. Kommst du mit, Vivi? Gehen wir schauen, ob wir den Piratenschatz finden. Wir haben eine Karte. Gehen wir suchen. So, jetzt laufen wir hier über die Sanddüne zu dieser Pirateninsel. Die Sanddüne ist nicht immer da. Wir müssen hoffen, dass wir dann später noch zurückkommen. Und das Wasser steigt hier oben und dann kommen wir da gar nicht zurück. Aber jetzt gehen wir mal auf die Insel schauen. Da, schau mal die Insel da. Das ist da irgendwo ein Schatz versteckt mit Robux drin. Müssen wir die Robux besuchen. Das ist aber eine grosse Insel, da haben wir lang zu tun. Aber ich habe ja Karten, Piratenkarten. Da finden wir sicher, wo die Robux versteckt sind. Und du kannst ja vielleicht auch helfen. Vielleicht findest du etwas im Internet raus und kannst uns ein paar Tipps geben, wo die Robux sind. Hast du sicher schon mal gehört von dieser Pirateninsel, wo Robux, wo es einen Robux-Schatz hat, oder? Kennst du dich ja mit Robux so gut aus? Können wir mal schauen. So, sind wir dann schon gleich hier auf der Insel. Mal schauen, ob es da gefährliche Tiere hat. Vielleicht Äffli oder Schlangen. Aber wir gehen und finden den Robux-Schatz. Hoffen wir. Schauen wir mal. Ja, bis dann. So, wir sind auf dieser Insel angekommen. Da hat es ganz viele Steinhäufen. Und ganz mysteriöse Sachen. Ich muss zuerst mal herausfinden, wie wir da wirklich auf die Insel draufkommen. Und dann so ein mysteriöses, komisches Ding. Das sind vielleicht alles Hinweise drauf, wo der Schatz ist. Von den Piraten, dass die auch den Schatz wieder finden. Aber jetzt müssen wir hier schauen, wo das ist. Wir sind am Suchen, wir sind dran. Wenn wir jetzt irgendwie da raufkommen, auf den Hügel, und die Hölle finden. Da ist irgendwo eine Piratenhölle. Schau, da hat es noch so ein Ding. Müssen wir das mitnehmen? Brauchen wir das jetzt vielleicht? Also, wenn wir die Hinweise suchen und den Schatz. So, wir haben es geschafft, auf die Insel zu kommen. Jetzt müssen wir hier irgendwo suchen. Ich weiß nicht, ob sie in der Nähe beim Wasser ist, vielleicht hier noch immer. Oder hier im Wald drin. Ich weiß es auch nicht, wenn man hier reinkommt. Da ist alles gestrüpp, da hat es ganz viele gefährliche Monkeys und Tiere. Und ja, müssen wir hier schauen, vielleicht hier. Muss man aufpassen, da fliegen Kokosnüsse oben runter. Wenn ich die auf den Kopf fliegen, sind die zwei. Also das steht man sich nicht, das sind hure schwer, die Kokosnüsse. Jetzt hat es ein Dings, Schmetterling. So, Carina, we will find the pirate robot. Of course, we will look for it. Carina hilft auch mit. Wir gehen hier jetzt suchen, ich glaube, das sind Schmetterlinge. Und wir müssen hier jetzt Hinweise suchen. Oh, schau, da hängt irgendetwas noch. Wo wir hier den Schatz finden können. Oh. Irgendwo hat es da Piraten gehabt.
Bis jetzt haben wir noch kein Glück gehabt, wir haben keine neuen Hinweise gefunden. Wir gehen jetzt mal auf die andere Seite der Insel. Dann müssen wir aber durch das Wasser durch. Ja, und dann müssen wir noch klettern mit den Seilen und so. Aber wir machen alles heute, dass wir heute noch den Roboterschatz finden. Hoffen wir es. Hoffen wir es. Und sonst ja, muss ich halt weiterhin arbeiten und die Robux kaufen. Die Piraten, die haben halt die Schätze ganz gut versteckt immer. Das ist so. Aber ja, schauen wir mal, ob wir den noch finden. Jetzt gehen wir hier durchs Wasser und dann gehen wir irgendwo auf einen Hügel rauf. Aus dem Kokosnüsse und Tiere und Schlangen habe ich da nichts gesehen auf dieser Insel. Aber ja, das ist die Secret Roblox Pirateninsel hier. Gell? Da hat so, glaube ich, so viele Roblox, echte Roblox versteckt. So kleine Figürchen und so. So, nach einem halben Tag, wo wir jetzt die Roblox gesucht haben, sind wir auf dem Weg zurück. Ja, ob wir etwas gefunden haben oder nicht und was wir genau gefunden haben, das ist jetzt noch mal röteln. Was meinst du, haben wir den Roblox-Schatz gefunden oder nicht? Was denkst du? Und was hätten wir sonst noch finden können auf dieser erkenntnisvollen Roblox-Insel? Tu doch mal das uns herschreiben. Entweder auf Kommentar oder mit direkt irgendwie. Und dann tue ich dir beim nächsten Video auflösen und erzählen, was wir gefunden haben. Mit den kleinen Schatzkarten, ob es wirklich Roblox war oder nicht. Wirst du überrascht sein. Gut, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Und ja, geniesse es. Ich hoffe, du erlebst schon etwas Cooles. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal wieder mit dir so einen Schatz suchen kann machen. Und irgendwo auf einer Pirateninsel einen Schatz kann suchen kann. Aber jetzt habe ich zuerst mal Freude, dass ich da für die Geburt komme. Und Mami hat gesagt, ich darf dir das Geschenk verbringen. Und ja, wir suchen weiter. Wir werden dann schon noch einmal auf eine Pirateninsel gehen. So. Also, ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Tschüss!